In der Mitte Deutschlands, in der Kreisstadt des Werra-Meißner-Kreises, dem wunderschönen Eschwege, suchen die Hausärzte am Bahnhof Kolleginnen oder Kollegen. Barrierefreie und moderne Räumlichkeiten, eine zukunftssichere Ausstattung und ein großartiges Team erwarten dich. Mit Einstieg, Anstellung oder Weiterbildung, bei den Hausärzten am Bahnhof in Eschwege ist alles möglich. Momentan sind wir 6 Kollegen, 5 Inhaber, eine angestellte Fachärztin. Wir sind hausärztlich tätig, wobei ich noch einen kinderärztlichen Schwerpunkt habe. Wir haben eine diabetologische Schwerpunktpraxis. Wir betreuen daher Familien von der Geburt bis ans Ende der Lebenszeit, bis in die palliative Situation. Man betreut die Familien von klein auf, betreut sie viele Jahre. Und das ist einfach sehr, sehr nett. Das heißt also, auch die Dankbarkeit der Patienten ist halt extrem groß. Hervorragende Infrastruktur, ne? Nette Kollegen, ein super Team. Alles, was man braucht, um erfolgreich und fröhlich und glücklich arbeiten zu können. Also wie oft hat man die Chance, bei so einer Größe eines Allgemeinmediziners so viele Sachen, also von A bis Z ist halt hier alles dabei. Ne? Ja, auf jeden Fall vielfältig. Man weiß nie, was am nächsten Tag auf einen zukommt. Eschwege ist eine nordhessische Kleinstadt. Wir haben mittlerweile wieder 21.000 Einwohner und liegen hier direkt an der Werra und in einer sehr schönen Mittelgebirgslandschaft. Wir haben mehrere Jahre in einer großen Stadt gewohnt und das war einfach dann mit Krankenhaus und Diensten und kleinen Kindern irgendwann keine Lebensqualität mehr. Ja, also Eschwege ist ja sozusagen in der Mitte Deutschlands und besonders daran ist, dass wir hier natürlich, wer die Natur mag, ist es natürlich wunderschön. Wir können hier Radfahren, wir können hier wandern, man kann schwimmen, man kann rudern gehen. Es ist also ein wahnsinniger Freizeitwert. Wir haben neben dem großen Stadtfest, dem Johannesfest, auch jedes Jahr ein eigentlich bundesweit bekanntes Festival hier mitten in der Innenstadt. Das Open Flair Festival lockt jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an. Und auch unter dem Jahr ist eigentlich immer ein Eschwegers los. Die Stadt ist groß genug, dass man im Prinzip alles hat, was man braucht, aber klein genug, dass man sich auch aufgenommen und willkommen fühlt. Und für die Freizeit ist auch gesorgt. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, hier zu leben. Wir haben hier relativ günstige Lebenshaltungskosten. Es gibt die Möglichkeiten zu bauen oder Immobilien zu erwerben. Man kann die zahlreichen Schul- und Bildungsmöglichkeiten nutzen. Wir haben jegliche Schulformen hier direkt am Ort, vom reinen Gymnasium bis hin zur integrierten Gesamtschule. Berufsschule ist vor Ort, es gibt also zahlreiche Bildungsmöglichkeiten. Ich glaube, Arzt zu sein in Eschwege, das lohnt sich. Das Motiv, nach Eschwege zu kommen, war tatsächlich von außen kommend eine Struktur vorzufinden, die gut organisiert ist. Wir waren früher in 4 Einzel- oder auf 4 Einzelpraxen verteilt und haben dann fusioniert. Der Grund war, Synergien zu erzeugen, gemeinschaftliches Arbeiten. Wir sitzen häufig im Arztzimmer und unterhalten uns und dann wird mehrheitlich beschlossen, welche strategisch wichtigen Entscheidungen zu treffen sind. Also wir suchen für die Praxis ärztlichen Nachwuchs, damit wir dieses Konstrukt mit 6 Ärzten weiterführen können. Uns ist bewusst, durch Fluktuation werden Kollegen irgendwann in Rente gehen und wir wollen diese Art des Zusammenarbeitens weiter pflegen. Das ist einfach ein richtig guter, moderner Standort und das ist eine absolute Bereicherung für unsere Stadt. Es ist auch möglich, in Teilzeit zu arbeiten. Das heißt also, da sind wir für verschiedenste Kooperationsformen offen, ob angestellt oder auch als Teilhaber, sind also alle Möglichkeiten bei uns gegeben. Das Team würde sich freuen, wenn junge Kollegen, motivierte Kollegen zu uns dazustoßen, dass wir sie anlernen können in ihrer Tätigkeit als zukünftige Hausärzte.